Hi und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge von unserer kleinen Scramble-Serie. Das hier ist jetzt der dritte Teil und ich wünsche euch nochmal viel Spaß beim Anschauen. Jetzt kommt hier die 7. Das ist eigentlich schon immer ein Igelloch. Mal schauen, ob es was wird. Das ist eigentlich genau richtig, da über diesen großen Baum drüber zu hauen. Ja, ja, super. Geil. Sehr schön. Nice. So perfekt. Ja. Leichter Draw. So soll es sein. Trotzdem. Machen wir ein Vollbrett übers. Geil. Da ist es krank. Guter Schlag. Das ist ein Mann weniger Worte. Der haut einfach drauf und er kann es. Ja, ja, voll. Brutal. Da alle jetzt so wunderschöne Abschläge gemacht haben, muss ich natürlich angreifen. Aber trotzdem ein bisschen vorn. Schauen wir mal, wie weitergeht. Kommt doch. Bisschen. Boah, der ist lang. Direkt den Baum, der Shepard. Wir hatten jetzt hier schon zwei sehr, sehr gute Abschläge, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen direkter links gehen und gucken, ja, dass ich einfach noch näher hinkriege. Bisschen schwierig, aber wird schon. Anton hat die größten Hosentaschen der Welt. Ja, gerade im Busch. Ja. Gut. Hey, also siebtes Loch gerade eben. Wir haben ganz gute Abschläge gehabt. Der Niki hat eine absolute Bombe hier rausgehauen. Das sind wir, die anderen. Das sind unsere Freunde, Kollegen. Einmal derjenige. Das muss man einfach auch so sagen. Man muss ehrlich sein. Zu sich selbst auch. Ganz wichtig, immer ehrlich bleiben. Nein, meiner ist noch da. Oh, nee, ist ein anderer. Das ist Louis seiner. Louis, das ist deiner hier. 155 Meter bergab. Achter Eisen. Geiler Treffmoment. Alter. Sit. Ja, liegt auf dem Grün. Ist drauf, stark. Ja. Nehmen eine 9. Es geht stark bergab. Und schauen mal, dass wir den näher bekommen als Fußball. Also ganz leichter Draw, eigentlich direkt auf die Fahne. Oh nee. Oh, gepusht. Flieg. Quack, quack. Das müsst ihr ausblenden. Da Kamera leer oder sowas. Ich nehme auch 8er Eisen. Versuch den da hinten auf das weiße Schild zu starten und mit einem leichten Cut Richtung Fahne reinkommen zu lassen. Komm, stark. Komm. Ja, der bounced, oder? Mach mal. Ja? Ja, bisschen. War ein bisschen Fett auch, aber das Fett könnte mir jetzt helfen. Ja, straight auf die Fahne zu. Das ist davor schon aufgekommen. Ja, war Bill Buschig. Muss mal draufhauen. Committen, Junge. Das ist immer wieder. Ja, ich weiß nicht, so richtig zufrieden sind wir gerade eben alle nicht. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, schon die Chance gelassen. Ja, schau mal. Let's go. Hast du alles gefunden? Ich gehe natürlich nicht. Wenn ich einen Ball verliere, ja, mache ich ja kein Minus. Ich meine, da muss ich ja 9 finden. Deswegen. Ja, wow. Ekelhaft. Schau dir mal das an, ich meine, das ist ja eine Frechheit, ist der Ball. Ja, okay, ich meine, für Anton ist der gut genug. Alter! Ah, warte, der auch. Falschen Ball. Ist das Mobbing, das gibt's ja nicht. Da ist auch ein Blutegel drauf. Tschüss! Auf jeden Fall die Chance geben. Ja, schöner Pass, guter. Ja, ganz leicht, rechts, links. Selbe Seite schon mal. Ready.
zieht. Oh, so oh, gut. Oh, Kaching, kostet. Schade. Die erste Runde Getränke. Ach. Ja. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich die zweite gleich hinterherlege. So, nochmal kurz zum Recap. Wir liegen jetzt 4 unter nach 7 Loch. Ist auf jeden Fall jetzt nicht unsere beste Leistung, aber bei dem Wetter, bei den Verhältnissen geht es eigentlich voll klar. Ja, also es kommen jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Loch, wo ich jetzt persönlich sagen würde, okay, können wir auf jeden Fall beide als Birdie hinlegen. Der Driver Vollgas natürlich. Draw gleich nach links. Am besten wieder so ein hoher Draw auf die Bäume, der dann links reingeht. Ja. Und rein. Bumm. Ja, damit können wir arbeiten, das ist gut. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen. Jetzt. Vollgas. Gut getroffen, aber super. Ja, kommen wir jetzt mit dem Birdie. Ich meine, wir sind jetzt hier unten. Der Niki hier mal wieder eine richtige Granate rausgehauen. Guter Abschlag, Niki. Haben uns wieder super positioniert. Und jetzt schönes Eisen ins Grün. Den Birdie Train ist on. Ein paar Löcher, leider verpasst das Igel. Oh, 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 nein. Hast du es nicht irgendwann mal fertig gegessen oder so? Nein. 107. 107. Mhm. 52 gibt es ein Gas. Und deshalb Pin High aufkommen und schauen mal. Boah, der ist geil. Der ist geil. Oh, der ist geil. Come on. Oh! Geisteskrank. Alter! Aber gerade über die Welle noch. Stark. Der war krass. Stark. Einfach perfekt. Ey. Hingestellt. Ja. Angesagt. Ich nehme mal ein Pitching Wedge. Ja, ich meine, jetzt geht es einfach nur auf der Packe. Ich glaube, wir haben einen in Birdie Range. Probiere ich den jetzt einfach locker hin zu punchen. Der sieht auch geil aus. Das ist besser. Ja, oh, der ist überragend. Alter! Hintereinander. Nice. So. Probier ihn noch näher zu legen. Oh, so schön. Ich bin voll in das Divot rein. Gott, bin ja, getoppt. Nee, ich aber auch. Ja. Da muss man. Wahnsinn. Series Birdie. Sehr safe. Da haben wir, glaube ich, mal einen rausgehauen. Jetzt wieder. Der war. Ja, und ich hab's mal wieder übers Grün getoppt. War ja mal wieder klar. Keine mit. Gucken rein. Stark. Birdie, Jungs. 5 unter. So soll's sein. Also, letztes Loch. Jetzt muss hier aber mal wirklich was passieren. Ja, wenn wir hier mit 6 unter nach 9 aufhören könnten, das wäre schon eigentlich so ein Ideal. Also, it's not the smart play. Ich ziehe übers Feld, also über, direkt übers Aus, dann muss er noch reinslicen und hoffe mal, dass er irgendwo dann da liegt. Ja, lief. Boah, der war schon
Der war ein bisschen zu weit rechts. Ja, war too much. Ja. Also, jetzt habe ich mich für den letzten Schlag nur ausgezogen. Ja, jetzt muss ich richtig anbeißen. Das Gegenwind hier auch noch. Oh, der ist geil. Ja, super. Das ist auf jeden Fall die Richtung. Felix sagt aus. Scheiße. War das zu kurz? Der hat so viel Spin und ist ziemlich hoch wieder. Zu kurz? Ja. Gott, dann ist meiner fix im Aus. So, schauen wir mal, dass wir jetzt hier mal einen gescheit reinkriegen. Ja, ein super Schlag. Kommt rein. Oh, sit. Okay. Ja, ein bisschen lang, aber gut. Der ist hinten, glaube ich, ins Aus. Das war das Problem. Den vom Niki habe ich nicht gesehen. Oh krass. War der gut? Nee, der war ziemlich weit weg. Okay, also einer es kommt drauf an. Von dir weiß ich nicht, weil der ist ein Steckschuss, glaube ich. Ach so, okay. Anton, deiner liegt. Okay, ja. Meiner hat eine Kuh erwischt, der war so weit rechts. Ah, okay. Flyer. Ja, der liegt aber auf jeden Fall. Ja, der müsste liegen. Ja. Felix? War nix. Ja, Jungs, letztes Loch jetzt. Ja, wir müssen uns jetzt echt zusammenreißen und schauen, dass da nochmal was läuft. Ja. Der vom Niki war extrem gut, 101. Der war um wirklich um 3 Meter zu kurz im Aus. 101 Meter, liegen ein bisschen der Scheiße zum Glück kein Aus. Ich nehme meine Pitching Wedge. Greif vielleicht ein bisschen kürzer und probieren noch erstmal aufs Grün zu hauen. Wow, der war gut. War ein Pitching Wedge. Ja. Sehr viel kürzer schlagen unterm Wind. Bisschen auf die rechte Grünhälfte zielen, dass er dann links reinkommt und einfach schauen, dass er unterm Wind bleibt. Der könnte gut sein. Smart Play. Kick. Oh. Oh, schade. Wäre Sommer, dann würde er wunderbar vorrollen, aber zu wenig. Ja, gleicher Versuch natürlich wie bei den anderen. Ich habe einen Pitching-Match in der Hand, greife es ein bisschen kürzer. Versuch den eigentlich wirklich nur Richtung Fahne jetzt zu pressen, dass er ein bisschen unterm Wind durchgeht. Sit. Ja, der passt. Der ist auf jeden Fall mal drauf. Ja. Alles kurz. Sehr gut. Bisschen blöd, dass wir jetzt nur den einen Schlag hier im Spiel hatten. Ziemlich riskant, aber passt schon. Den kann man lochen. Wird ein hartes Birdie, aber. Oh. Sieh. Come on. Oh, Alter. Alter! Der kommt, ja, schade. Ja, gute Geschwindigkeit. Verdammt! Was für Bock? Nice, war danke, gut. Jungs. Luis, sehr gut. Niki, Sache. Danke, dass du dabei warst. Ja, immer wieder. Das komplette Waterman Golfteam dabei. Ja, war richtig geil. Und aber. Indoor-Golf kommt Indoor-Golf. Jetzt hier. Indoor-Golf. Das war jetzt eine starke Runde. Gegen Ende wurde es ein bisschen schwer. Oh, Felix hat seine Pfeile vergessen. Aber war eigentlich ganz lustig. Cooles Ding. Und beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen besseres Ergebnis. Aber das war jetzt auch, schwer. Dass eben Oktober Verhältnisse hatte. So. Das war's jetzt mit unserer kleinen Scramble-Serie. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächsten Sonntag kommt ein weiteres Video zwischen 12 und 13 Uhr, so wie immer. Ja, das ist ein kleines Matchplay zwischen
Anton, Felix und mir. Ist ziemlich cool geworden, ziemlich witzig. Ein paar coole Schläge sind dabei. Seid gespannt auf nächsten Sonntag. Ciao.